Dr. Daniele Ganser, dunkle Kapitel der Gegenwart und wie wir da rauskommen. Die Gewalt hat sehr viel Präsenz in den Medien, ja. Das hat damit zu tun, Sex and Crime Sells. Ja, Welt, alles schön und gut, Nachrichten und was hier abgeht, da ist Krieg, dies ist Krieg, so ist Krieg. Du hast aber auch Krieg mit dir selber vielleicht, guck da mal rein. Löst das mal auf, weil wenn wir den Krieg in uns beenden, dann wird der Krieg im Außen auch weniger werden. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, Bruder, ich bin einfach außer Atem, ja? Einfach außer Atem, Digga. Ich küsse dein Herz, Bruder. Nochmal rein. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt einen Vortrag rein von Dr. Daniele Ganser. Dunkle Kapitel der Gegenwart. Und wie wir da rauskommen. Ich weiß den Herrn Daniele Ganser sehr zu schätzen. Das wisst ihr ja schon. Und ich werde bei allen Videos, die ich zu ihm mache, auf jeden Fall unser Interview auch unten verlinken. Ich finde es einen sehr starken Talk geworden gewesen. Es war ein sehr starker Talk und ich bin außer Atem, weil ich gerade 50 Liegestütze gemacht habe. Ah, Pump ist auch da. Du weißt ja ganz genau, wie das läuft. Auf jeden Fall, Talk ist unten verlinkt. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Woo. Ja, vielen Dank für die ganz freundliche, herzliche Begrüßung. Mein Name ist Daniele Ganser, ich komme aus der Schweiz. Und bester Mann, ja. Ich bin noch ganz berührt von diesem Lied, One Day. Also das ist auch ein Lied, das ich selber anhöre, zu Hause, wenn ich so... Der strahlt einfach, ja. ...denke, ah, das, wir kommen aus der Nummer nicht raus, wir werden uns immer umbringen. Und dann denke ich wieder, nein, wir kommen raus. Und wenn man es rein mathematisch anschaut, haben wir eigentlich die Mehrheit auf unserer Seite. Das muss so mal sagen. Also sind, ja... Es ist so, ich glaube, die Menschen mit gutem Herzen, die Frieden wollen, sind viel mehr als die Menschen, die keinen Frieden wollen und Hass in sich tragen, viel. Und das ist so, wo der Hass überwiegt. So. Wir sind einfach viel mehr. Nur sind die Leute, die so Hetze betreiben und so negativ unterwegs sind und so kriegstreiberisch unterwegs sind, die sind halt immer lauter im Internet vor allen Dingen. Und viele Leute finden halt den Großteil ihres Lebens nur noch im Internet und nicht im echten Leben statt. Und dann kriegt man so das Bild, dass die meisten Menschen eigentlich verloren sind und sehr hassgeprägt sind. So. Aber in echt ist das eigentlich gar nicht so. Die Gewalt hat sehr viel Präsenz in den Medien. Ja. Das hat damit zu tun, Sex and Crime Sells. Ja. Facts. Das ist genauso, wie er sagt. Sex and Crime Sells. Das sind die zwei, guck mal, die zwei Dinge, mit denen die uns am meisten kontrollieren, meiner Meinung nach, ist Sex, unser Sexualtrieb, Sexualität generell und Angst. So. Und Crime und Krieg und diese ganze löst Angst in Menschen aus. Diese zwei Sachen werden am meisten genutzt, um uns von uns selbst abzulenken und uns zu steuern, Digi. Das ist einfach die Geschichte. Das ist die Funktion der Medien. Aber man hat dann vielleicht den Eindruck, wenn man die Medien sieht, die Welt ist voller Gewalt und das ist nicht so. Ja. Die Medien sind voller Gewalt, weil sich das verkauft. Das ist der Grund. Facts. Wir sind 8 Milliarden Menschen und 7,9 Milliarden sind sicher nicht dabei, jemanden zu töten. Und die letzten 100 Millionen, da sind auch nicht alle dabei, sie zu töten. Die sind einfach in Konflikte verstrickt, aber es sind wiederum auch nicht eine Million. Jetzt auf beiden Seiten, wenn man Ukraine und Russland nimmt, die sich töten, oder wenn man Palästina... Ab und zu mal ein Lotto gewinnen. So. China und Israel nimmt, die sich töten, ist ja nicht, es ist eine Million. Also wir sind wirklich die Mehrheit. Das finde ich, diese Veranstaltungen sind sehr, sehr wichtig, weil ich habe von Menschen gehört, dass sie denken, sie sind isoliert oder dass wir sind nur wenige. Das täuscht total. Vielleicht ist man die einzige Person im Haus oder in der Straße oder in der Familie, die sozusagen aktiv denkt, der Frieden ist möglich. Aber ich reise ja von Ort zu Ort. Und ich habe diese Perspektive, die ich jetzt wieder habe, und natürlich alles ist perspektivisches Sehen, aber meine Sicht ist so, dass wir unglaublich viele sind. Ja? Ist so. Ich frage mich immer, wenn wir so viele sind. Das ist halt geil, weil Daniela auch, das ist bei mir ähnlich, wenn ich meine Community anschaue, so, wenn ich gucke die Kommentare unter meinen Videos und so. Wenn man sich halt so wie wir connected hat mit der Community, mit den Leuten, die like-minded unterwegs sind und gerade diese liebenden Menschen, die halt was Gutes ausstrahlen wollen, was Gutes bewegen wollen, wenn man sich mit denen connectet, dann bekommt man ganz schnell das Gefühl, dass die Welt eigentlich gut ist. So. Und es ist halt wichtig, dass
wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der in seinem Freundeskreis oder in seiner Familie der Einzige ist, der so ein positives Mindset hat und der versucht, was Positives zu bewegen und sich nicht von diesen ganzen Dingen von außen zu krass in so eine negative Energie reinziehen lässt, so, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir halt eine Community suchst. So. Es gibt mittlerweile, gerade durch das Internet, es hat auch Vorteile, ne? Es sind nicht nur Nachteile, die das Internet hat, aber such dir eine Community, such dir Leute, die ähnlich denken und fühlen wie du. Es gibt genug von denen auf der Welt. Wir müssen uns halt miteinander connecten. So. Und ich versuche auch hier eine Plattform zu sein, wo diese Menschen sich miteinander connecten quasi so. Und das Gefühl haben, dass es manchmal wichtig, das Gefühl zu bekommen, dass es Menschen gibt, die genauso sind wie du. So. Damit du nicht denkst, oh fuck, wir sind verloren. Wenn wir so viele sind, gibt es keinen Grund, eigentlich zu zweifeln, dass wir uns durchsetzen werden. Sondern ich glaube, irgendwann kommt der Moment, das braucht einfach Geduld. Facts. Langfristig wird die Liebe und das Gute gewinnen. Immer. War schon immer so, ist so und wird für immer so bleiben. Zaza sagt gerade, Zaza Guevara, der Stream hier bei dir, Leon, ist schon sowas wie Therapie und Family. I like that, man, Liebe an dich. Das braucht Geduld. Aber wenn wir die grundsätzliche Wahl haben, ob wir wieder zurück in die Gewalt gehen oder ob wir den Friedensweg gehen, dann müssen wir nicht mehr wechseln. Es reicht, wir können einfach den Friedensweg gehen und den Rest können wir sozusagen, wie Silke sagen würde, dem Universum überlassen. Ja, also. God, all praise to the Most High. Gang. Mal schauen hier mit den Folien. Ja, genau, ich würde natürlich gerne noch was über die Politiker sagen. Die Jungs innen hier. Beurteilen ja die Weltlage ganz unterschiedlich. Der Biden, Digga, zieh dir mal den Biden rein. Guck mal, Biden, Digga, guck mal. Guck mal, wie der guckt, Bro. Der guckt schon so, als ob er nichts rafft, Digga. Digga, der ist so auf einem anderen Planeten irgendwo unterwegs, der Cousin, Alter. Ich schwöre. Ich habe hier rechts im Bild, haben Sie Wladimir Putin, den Präsidenten von Russland. Dann der zweite von rechts, das ist Xi Jinping, das ist der Präsident von China. Dann, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Olaf Scholz und Joe Biden. Und Sache ist die, dass natürlich diese Politiker jetzt sowohl zum Ukraine-Krieg als auch zum Israel-Palästina-Krieg auf gegenüberliegenden Seiten stehen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Also wir sind vollkommen im Zeitalter der Polarität. Free Palestine. Und das kann man so sehen, dass Xi Jinping und Putin kämpfen gegen Zelensky und Scholz und Joe Biden liefern Waffen an Zelensky. Also da sind schon mal diese zwei Pole. Und dann werden wir immer aufgefordert, Partei zu ergreifen. Das heißt immer, bist du für Zelensky, bist du für Waffenlieferungen oder bist du gegen Waffenlieferungen an Zelensky? Und dann reicht es einfach zu sagen, ich bin für den Frieden. Ja. Es reicht, wenn Sie einfach sagen, ich bin für den Frieden, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Dann ersparen Sie sich die Lektüre aller Details. Ja. Hat er im Grunde genommen recht? Für die meisten Leute bringt es eigentlich, also ab einem gewissen Punkt nichts mehr, sich mit diesem ganzen Scheiß intensiv auseinanderzusetzen. Das Einzige, was es bringt, ist negative Energy, negative Vibes. Kein gutes Gefühl im Herzen, Angst davor, dass ein Weltkrieg ausbricht. Nichts Positives so, weißt du? Ja, es ist mal wichtig, so grundsätzlich zu verstehen vielleicht, was so auf der Welt abgeht, so, dass man mal so ein grundsätzliches Verständnis dafür bekommt, wer so die Mächte sind, wer den ganzen Laden mehr oder weniger steuert. Sind meiner Meinung nach auch nicht die Gesichter gewesen, die jetzt da auf dem Plakat gerade waren, sondern da gehören noch ganz andere Faces mit dazu. Cool, das mal zu verstehen. Aber dann ist es für die meisten Leute wirklich nicht wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sag wirklich, dass wir langsam als Menschheitsfamilie anfangen sollten, mal uns mit uns selbst mehr zu beschäftigen, mal eine Reise nach innen anzutreten. Das würde den meisten Menschen schon ein viel besseres Leben verschaffen, wenn die mal den Neues ausmachen würden von außen und mal einfach in sich selbst kehren würden und mal reinschauen würden, ey, was geht eigentlich in mir ab so?
Ja, Welt, alles schön und gut, Nachrichten und was hier abgeht, da ist Krieg, dies ist Krieg, so ist Krieg. Du hast aber auch Krieg mit dir selber vielleicht, guck da mal rein. Löst das mal auf, weil wenn wir den Krieg in uns beenden, dann wird der Krieg im Außen auch weniger werden. Weil es ist schon sehr aufwendig, immer alle Details zu lesen. Kann man machen, ja. Aber jetzt ist ja schon der nächste Konflikt seit dem 7. Oktober 2023, ist die Frage, bist du für Israel oder bist du für Palästina? Und wenn Sie den Satz vorher sich gemerkt haben, sind Sie im Vorteil, weil dann können Sie sofort wieder verwenden. Sie können sagen, ich bin weder für Israel noch für Palästina, ich bin für den Frieden, beide gehören zur Menschheitsfamilie. Da sind Sie schon durch mit der Lektüre. Und natürlich kann man sich zusätzlich, ja. Ist halt ein bisschen unfair oder unverhältnismäßig, was da gerade passiert, so, ne? So. Sieht man ja, wie viele Palästinenser quasi ausgerottet werden und massakriert werden auf ekelhafteste Art und Weise. Da muss ich schon sagen, das tut mir schon extrem weh. Weißt du, das ist unverhältnismäßig, was da gerade passiert. Und da kann man schon sich auch für einsetzen und sagen, ey, ist nicht korrekt, was Israel da fabriziert, so, weißt du? Ist einfach nicht. Kann man nicht mehr rechtfertigen. Zusätzlich kann man sich noch Hintergrundwissen aneignen. Das ist immer eine kluge Idee. Aber was wir einfach verstehen müssen, dieses in den Nationalismus sich hineinziehen lassen, das ist eine große Täuschung. Das hatten wir im Ersten Weltkrieg, Deutsche haben Franzosen erschossen und Franzosen haben Deutsche erschossen, nur weil die verschiedene Uniformen getragen haben und verschiedene Sprachen gesprochen haben. Die Männer untereinander, die 20-Jährigen, das wissen wir ja heute aus der Forschung, die kannten sich gar nicht. Normal kannten die sich nicht, hat er recht? Kannten sich nicht, die hatten auch kein persönliches Problem. Und der israelische Pilot, der gerade jetzt eine Bombe auf den Gazastreifen abwirft, gerade jetzt, der kennt den Palästinenser nicht, den er tötet. Er hat ihn nie getroffen. Und das ist natürlich Steep, Bro. Wahnsinn, in dem wir leben. Ich würde darum einfach empfehlen, sozusagen, Entschuldigung, hier geht es hin und her, ja, kritisch gegenüber der Rüstungsindustrie zu sein. Das kann man sicher sein. Die Rüstungsindustrie macht Geld mit Krieg. Die USA hat ein Volumen von 880 Milliarden Dollar. Ja. Das, wenn Sie mal Kopf rechnen, das ist... Bro, muss man überlegen, wenn es keine Kriege mehr geben würde, wie viel Geld, wie viel Material, guck mal diese ganzen Sachen an, die verwendet ja dann keiner mehr. Das würden die niemals zulassen. Ja, also eine Milliarde pro Tag, oder? Das ist wild, ja. 80 Milliarden. Mehr als 2 Milliarden pro Tag. Jeden Tag. Und da muss man wissen, im Kapitalismus hat das eine große Dynamik. Alles, was sehr viel Geld abwirft, hat eine Dynamik an und für sich. Weil Leute fragen mich ja, warum geht das nicht vorwärts mit der Friedensbewegung? Dann sage ich, ja, die Kräfte sind im Moment so, dass es eben auch ein großes Geschäft ist, Krieg zu führen. So. So ist es. Genauso ist es auch ein großes Geschäft. Also wenn man jetzt das kannst du auf viele Industrien ummünzen, so, ne? Pharmaindustrie zum Beispiel. Wenn Leute gesünder werden würden, würde die Pharmaindustrie weniger Geld machen. Das verstehen die meisten Leute gar nicht. Die sagen, das ist nur positiv, das ist nur was Gutes. Gibt es positive Aspekte? Bestimmt, Bro. Aber die verdienen Geld daran, dass Menschen krank sind. Jetzt musst du nur einen Schritt logisch weiterdenken. Diesen Menschen geht es nur um Geld und Macht. Den meisten. Also, was müssen wir tun, damit wir weiterhin mehr Geld verdienen? Naja, wir müssen dafür sorgen, dass es weiterhin kranke Menschen gibt. Genauso wie die Waffenindustrie dafür sorgen muss, dass weiter Kriege passieren und Menschen sich bekriegen. Das ist ja gar nicht weit hergeholt. Das ist eigentlich nur eins und eins zusammengezählt. Und da sind wir dann schon in dem Bereich drin, dass Leute, die dann sagen werden, wenn du sowas aussprichst, du bist Verschwörungstheoretiker. Nee, das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, das ist die Realität. Die Friedensbewegung hat tatsächlich Mühe, einen Raum zu mieten. Ja. Und es tut mir auch ein bisschen leid für Erich. Immer wenn er mich bei den Rednern dabei hat, wird es noch schwieriger.
Ich habe zwar gesagt, Sie müssen die Details nicht kennen, aber wenn Sie trotzdem Lust haben auf ein paar Details, habe ich die Details mitgebracht. Also, Schweizer Slang, Digga, die Details. Sie müssen die Details nicht kennen. Wir müssen jetzt im Moment verstehen, dass die Welt im Wechsel ist von der unipolaren zur multipolaren Weltordnung. Okay. Unipolar bedeutet... Ja. Unipolar, dass nur die NATO bzw. die USA die Welt mehr oder weniger kontrolliert. Und das geht jetzt gerade in eine Richtung rein, wo mehr Player ins Spielfeld mit reinkommen. Die USA kontrollieren das Spiel. Das war von 1990 bis 2022. Und die multipolare Weltordnung ist so, dass jetzt die BRICS-Staaten aufsteigen und sagen, wir machen da nicht mehr mit. Und wenn Sie es anschauen, das sind die NATO-Staaten, grün eingezeichnet, das sind 31 Staaten, jetzt mit der Mitgliedschaft von Finnland. Und dann denkt man, 31, das ist vermutlich die alle Staaten der Welt. Aber da müssen Sie wissen, wir sind 193 Staaten. Das heißt, mehr als 160 Staaten sind nicht in der NATO. Und unser Problem hier in Deutschland und in Österreich und der Schweiz, Österreich und Schweiz sind nicht Mitglied der... Übrigens, Afrika ist größer als auf dieser Karte dargestellt. Nur mal so als Hinweis, Afrika ist der größte Kontinent auf der ganzen Welt. Deutlich größer. Aber wir bekommen auch immer die NATO-Kommunikation. Unser Problem ist, dass wir immer alles durch die NATO-Brille sehen. Immer. ZDF, ARD, Süddeutsche Zeitung. Ist so. Neue Zürcher Zeitung, was sie alles haben. Das ist immer die NATO-Perspektive. Und es gibt aber eine andere Perspektive und das ist die Perspektive der BRICS-Staaten. Das sieht man vor allem bei der Ukraine. Ja, die BRICS-Staaten, das ist... Blendet ihr das noch? Mich hätte jetzt interessiert, wie viel von der Fläche die BRICS-Staaten sind gerade. Warum ist das so dumm gemacht? Fragezeichen. Dass Afrika kleiner ist, als es in Wirklichkeit ist, das könnte mehrere Hintergründe haben, meiner Meinung nach. Manche sagen ja, das würde sonst einfach nicht auf die Landkarte passen und dann verhältnismäßig und das hat man einfach so gemacht, damit man das besser erkennt. Aber ich vermute mehr dahinter. Afrika so, wird einfach klein gehalten und klein geredet, wie schon immer. Aber das wird irgendwann nicht mehr aufhaltbar sein. Irgendwann wird man verstehen, wie wichtig, mächtig und wertvoll Afrika ist. Brasilien, Indien, China, Südafrika und Russland. Und die haben natürlich eine ganz andere Perspektive, gerade zur Ukraine. Und diese BRICS-Staaten unterstützen eben nicht Zelensky. Ja. Die NATO unterstützt... 2019 wurde der Schauspieler Zelensky zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Ey, ich habe ein Video gesehen. Stimmt das oder nicht, Digga? Ich hab gehört, dass es ein Video gibt, wo Zelensky Klavier spielt mit dem Penis. Hat einer von euch davon schon mal gehört? Das kursiert wohl im Internet. Der war ja mal so Schauspieler, hat sich ja zum Affen gemacht früher. Ja, das ist echt. Helix sagt ja. Vom Schauspieler zum Politiker. Hat sich nicht viel geändert, würde ich sagen. Party mit Biden Junior. Schick mal. Falls einer dieses Video hat, der schickt es mal in Discord rein. Ich küsse euer Herz. Zelensky, die BRICS-Staaten unterstützen Putin. Ja. Und hier in Deutschland wird erzählt, alle Menschen liefern Waffen an Zelensky. Alle Menschen sind der Meinung, dass er ein Robin Hood ist, ein Friedensengel, was auch immer. Das ist die Perspektive innerhalb der NATO. Die Inder sehen das gar nicht so. Die Brasilianer sehen das auch nicht so. Die Südafrikaner sehen das auch nicht so. Also versuchen Sie immer wieder aus dieser NATO-Perspektive auszubrechen, wenn es irgendwie möglich ist. Nächste Folie. Die BRICS-Staaten, das haben Sie vielleicht gesehen, eben das ist B für Brasilien, R für Russland, I für Indien, C für China und S für Südafrika. Ich möchte jetzt nicht sagen, die BRICS-Staaten haben recht und die NATO-Staaten sind falsch. So einfach ist es nicht. Aber ich möchte einfach sagen, die Welt ist im Umbruch und in den NATO-Staaten leben etwa 1 Milliarde Menschen. In den BRICS-Staaten leben 3,5 Milliarden Menschen. Das heißt, diese Umwälzungen sind von so großer Dynamik, dass es egal ist eigentlich, was Scholz entscheidet. Die Sache ist größer. Ja? Ja? Ja, vielleicht entspannt Sie das zu wissen. Es liegt nicht in Baerbocks Hand. Ja? Wichtig.
vor allem, dass die Leute darauf abfahren, oh Mann. Sondern es sind historische Prozesse. Und in diesen historischen Prozessen ist für die Friedensbewegung eigentlich wichtig zu sagen, wir sind innerhalb des NATO-Raums, wir müssen die NATO kritisieren, wenn sie andere Länder bombardiert. Wenn sie Afghanistan bombardiert, wenn sie Libyen bombardiert, wenn sie Syrien bombardiert, wenn sie Irak bombardiert, wenn sie Serbien bombardiert. Die NATO nennt sich Verteidigungsbündnis, aber der Begriff ist falsch. Es ist ein Angriffsbündnis. Ja. Und da muss die Friedensbewegung den Finger drauf halten und sagen, das geht so nicht. Ja. Und es wäre einfach wertvoll, mit den BRICS-Staaten eine friedliche Koexistenz zu machen. Das geht nicht. Die Franzosen haben das schon gesagt, haben gesagt, wir wollen dann nicht irgendwie in Taiwan zusammen mit den USA gegen China kämpfen. Und das ist wichtig, dass man darüber jetzt schon nachdenkt, weil das ist natürlich der Plan, dass man alle anderen NATO-Staaten sozusagen immer in die Konflikte hineinzieht, also die Deutschen in die Ukraine mitnimmt, die Deutschen nach Afghanistan mitnimmt, die Deutschen jetzt auf die Seite von Israel mitnimmt und überall immer mitnimmt. Und das ist einfach keine gute Idee. Deutschland sollte neutral sein und eine Kraft für den Frieden. Dazu müssten wir uns mal abkapseln. Ein Land in der Mitte sein. Dazu müsste Deutschland erstmal Deutschland sein und nicht Little USA. Die Briten dazu, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, Ägypten, grenzt ja übrigens an den Gazastreifen, dann Äthiopien, Saudi-Arabien, ein langer Allianzpartner der USA, wechselt jetzt ins Lager der Chinesen. Der Iran kommt auch im Januar dazu. Iran natürlich jetzt mit Hisbollah und Hamas mittendrin in der ganzen Sache. Und Argentinien kommt auch dazu. Das heißt, die BRICS wachsen an. Argentina. 11 Staaten. Ich lebe hier in kleinen Argentinien. Wie gesagt. Digga, Tulum und Playa del Carmen, voll mit Argentiniern. Feier ich. Liegt nicht in der Hand von Annalena Baerbock. Argentinische Frauen sind sehr schön. Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ich wollte es einfach nur mal hier reinwerfen, ganz kurz. Aber die Beobachtungen, die Sie als Bürgerinnen und Bürger machen müssen, ist einfach, aha, hier verschiebt sich etwas. Und es verschiebt sich so oder so. Weil einige in der Friedensbewegung sind ja ungeduldig. Ja. Es ist kein Grund, ungeduldig zu sein. Viel mehr Wechsel können wir fast nicht verdauen. Ja. Ja, wenn man sagt, ja, ich möchte das sofort, ja, ja, müsste aber dann auch den Wechsel mitgehen. Das ist zum Teil anstrengend. Es ist doch, ich glaube, für alle schon ziemlich anspruchsvoll. Weil jetzt ist diese neue Situation, ich mache vielleicht ein Handzeichen für Folienwechsel, ja. Das ist der Gazastreifen. Und aus diesem Gazastreifen sind jetzt am 7. Oktober Hamas-Kämpfer, man muss sagen, ausgebrochen. Weil Gaza ist eigentlich wie ein Freiluftgefängnis. Das ist so rundherum abgeriegelt. Und auf dem Internet wird jetzt extrem diskutiert, wie war das möglich. Weil ein Teil der israelischen Armee steht natürlich immer außerhalb vom Gazastreifen. Und wenn da jemand ausbricht, ist es wie beim Gefängnis, dann werden die Ausbrecher erschossen. Das ist schon komisch, wie das passieren konnte, ne? Normal. Hab auch gehört, dass da einige Warnungen vorher schon rausgegangen sind seitens Ägypten an Israel. Es ist, man kann sich das halt nicht vorstellen, so, ne? Genauso wie bei 9/11 und so, dass da Regierungen mit involviert sind und sowas bewusst zulassen, damit sie dann. Man muss ja sehen, was ist nach dieser Tat, nach diesem Geschehen, was da am 7. Oktober passiert ist, so was ich natürlich auch verurteile, so. Aber was ist danach dann passiert? So, genauso auch beim 11. September. Was ist danach passiert? Wie viele Kriege wurden dadurch gestartet? Wie viele Waffen wurden verkauft? Wie viele Länder wurden überfallen, die gar nichts damit zu tun hatten? Und das wurde alles mit dieser einen Situation legitimiert. So, weißt du? Und das kann man sich so nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die wirklich zulassen würden, dass Teile der eigenen Bevölkerung sterben und leiden, entführt werden, getötet werden, damit sie ihre Agenda durchziehen können und den Plan, den sie haben, vollziehen können. So kann man sich nicht vorstellen. Aber solche Menschen gibt's. Wirklich. Es gibt Menschen, denen ist das egal. Der übergeordnete Plan ist wichtiger als jedes Menschenleben. Leider. Ja, und das ist nicht passiert, sondern die Hamas konnte ausbrechen, konnte 5 Kilometer tief ins israelische Land eindringen und hat 1300 Leute umgebracht. Und da sagen jetzt...
Rest in peace. Viele Militärexperten, das ist erstaunlich. Ja. Und ich kann das nicht, ja, ich kann das jetzt nicht aufschlüsseln, weil ich bekomme unglaublich viele Fragen. Herr Ganser, was denken Sie? Da sage ich, ja, muss mal überlegen. Ja. Und was rein emotional möglich ist, ich sage, das Fachwort dafür ist Kollateralschaden. Es ist uns nicht egal, aber ja, der Plan ist wichtiger. So. Es ist möglich, ich sage nicht, es ist bewiesen. Man kann natürlich, wenn man jetzt sagt, man möchte gegen den Gazastreifen kämpfen, kann man zuerst der Hamas 3-4 Stunden Raum lassen und eigenes Blut, also aus israelischer Perspektive, israelisches Blut vergießen lassen, 1300 Tote, das wird den Volkszorn raufbringen, um danach eigentlich die Operationen durchführen, die man will. Das ist auch meine Theorie, Digga, meine Sicht der Dinge. Einer schreibt hier gerade, der Hanfbruder, stabiler Name auf jeden Fall. Ach, der Ganser ist auch gekauft, was labert er denn da? Erzähl mal, was hat er denn jetzt gerade erzählt, was du nicht, wo du sagst, das ist aber gelogen, stimmt so nicht. Ich finde den Ganser echt einen guten Mann, Digga. Ich finde, der geht neutral an die Geschichten ran, versucht zu hinterfragen, ist nicht zu radikal. Ich mag den Ganser sehr und der kommt für mich nicht rüber, als ob der irgendwie gekauft ist oder irgendeine Agenda krass mit nach vorne treibt. Im Gegenteil. Nicht, das ist bewiesen, aber das wird jetzt diskutiert. Ganser ist so einer auch von den Kandidaten, wo ich das Gefühl habe, der ist in der Mitte, der ist in seiner eigenen persönlichen Mitte durch Spiritualität, das merkt man. Das siehst du sofort, wenn der anfängt zu reden und wenn du ihm in die Augen guckst, und wie der strahlt. Das heißt, er hat eine gute Verbindung mit sich selber. Das merke ich einfach, habe ich auch in unserem Talk gemerkt. Und wenn du das hast, dann bist du kein Mensch, der zu radikal, also der dazu neigt und dazu tendiert, radikal zu sein, sondern der versucht, oft auch, wenn Sachen passieren, einen Schritt zurückzugehen, die Dinge zu observieren und auf sein Gefühl zu hören und zu gucken und dann eine vernünftige Position annimmt, so weißt du? Und ich kann ein Beispiel nennen aus der Geschichte, wo ich sicher bin, dass es so war, das war Pearl Harbor. Die Japaner haben wirklich angegriffen, 1941, am 7. Dezember 1941, ich habe es lange untersucht und es ist auch genügend weit weg, darum kann ich es wirklich jetzt kommunizieren, aber der amerikanische Präsident Roosevelt wusste damals, dass die Japaner angreifen. Die haben die Funksprüche abgefangen, das ist die Operation Magic. Und sie haben absichtlich auch den Flottenstützpunkt der USA nach Pearl Harbor verlegt, also in den Pazifik heraus. Vorher war die US-Pazifikflotte in Kalifornien stationiert. Wilder Film auch, ne? Wer hat Pearl Harbor gesehen? Den Knochen wie näher an die Hundehütte gelegt. Und das wird einfach nicht richtig kommuniziert, auch an den deutschen Universitäten, dass der Kriegseintritt der USA eine Täuschung des eigenen Volkes war. Weil natürlich waren einige überrascht. Also die meisten Menschen waren überrascht in den USA. Aber die Frage ist immer, war Roosevelt überrascht? Und meistens nicht, nee. Meistens sind die Jungs innen, wissen schon genau, was passiert oder nicht. Eine Antwort ist, nein, Roosevelt war nicht überrascht. Und dann muss man in der militärischen Kommandokette hinschauen, wer das Kommando in Hawaii hatte. Und das war Admiral Kimmel. Und dann ist die Frage, war Kimmel überrascht? Und die Antwort ist ja. Weil Kimmel hat die Schiffe nicht rausgefahren. Man hat nicht die Schiffe im Hafen angetäut, angemacht, wenn der Gegner kommt. Das ist die schlechtmöglichste Kampfposition, sondern man muss rausfahren. Da hat er die alle angemacht am Hafen, dann kann man die sofort mit Schiffen und mit Torpedos versenken. Und Kimmel hat dann später gesagt, warum habe ich eigentlich diese Kommunikation nicht bekommen, die ihr im Pentagon gehabt habt? Und das ist also Verrat innerhalb der amerikanischen Armee. Und eine solche Diskussion, glaube ich, steht Israel bevor. Netanyahu sagt, er habe keine Warnung bekommen. Die Warnungen kamen gemäß ägyptischen Quellen von General Kamel. Ja. Kamel den Mann, Alter. Das ist Kamel und der hat aus... Ja, aber er macht doch Geld mit seinen Seminaren. Und jetzt? Was ist daran so schlimm? Das ist sein Job? Der schreibt doch Bücher und macht damit Geld? Du kannst doch. Digga, ist das für dich, also für die meisten Menschen ist es halt voll weit weg, dass du mit dem, was du für richtig hältst, auch deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. So, für die meisten Menschen ist es halt so weit weg, dass die dann sagen, das ist ein Scam oder das ist verwerflich oder
Das ist aber eigentlich der richtige Weg. Du bist von irgendwas überzeugt. Du denkst, du kannst damit was bewegen. Du bildest dir deine Meinung, du schreibst das in Bücher rein und Leute feiern das und wollen das hören. Und du verdienst mit dem, was dich bewegt, was dich inspiriert, was du für richtig hältst, deinen Lebensunterhalt. Das ist das Beste, was du machen kannst eigentlich auf dieser Erde. Aber die meisten Leute haben das halt nicht, weil die meisten Leute einfach irgendeinen Job machen, damit sie Geld verdienen und dann das, was sie wirklich erfüllt und das, wo sie sagen, das ist das Richtige und das, da trage ich was zur Welt mit bei, das machen die dann nebenbei als Hobby so. Weißt du, ist ja auch schön und gut, mach gerne. Aber es ist ja geil, wenn du diese beiden Sachen miteinander kombinieren kannst. So, ist überhaupt nicht verwerflich. Null. Also, glaubst du, er redet privat auch so? Wie? Wie redet er privat? Ich glaube, er hat diese gleichen Ansichten privat, ja. Aber ich glaube, der hält keine Vorträge vor seinen Freunden. So. Ägypten heraus gesagt, es kommt ein Anschlag der Hamas. Und Netanyahu, das kann man im Spiegel im Moment nachlesen, das ist nicht von Klaas Relotius. Das natürlich gibt es Leute, die auch, das fühle ich halt beim Ganser nicht, aber es gibt Leute, die auch solche Sachen und solche Themen vielleicht benutzen, einfach um Geld zu verdienen, wo die überhaupt nicht dahinter stehen. Die gibt es safe. Scharlatane gibt es in allen Bereichen, weißt du? Aber ich finde, beim Daniele merkt man, dass er nicht so einer ist. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl. Da hat der Netanyahu gesagt, nein, der General Kamel hat mich nicht informiert. Das ist der Chef des ägyptischen Geheimdienstes. Das heißt, ich bin an der Sache dran, aber es ist noch ein bisschen unklar. Schauen wir uns den Gazastreifen an. Einfach, dass ihr das versteht. Es ist ein fest abgeriegeltes Gebiet. Das sind 50 Kilometer. Das ist schon allein so unmenschlich, ja. Hoher Zaun, man kann da nicht einfach rauslaufen. Das ist nicht, jemand hat mich gefragt, ist da vielleicht 2-3 Kilometer offen, ja, wo man beim Zaun gespart hat. Dann habe ich gesagt, nein. Nein, das ist durchgehend geschlossen, durchgehend. Und es gibt zwei Kontrollstellen, also zwei Tore. Das eine ist Rafah. Und da geht's rüber nach Ägypten. Da passiert gerade was, ne, in Rafah. Da habe ich heute zu auch was gepostet. Ägypten wird jetzt Mitglied der BRICS im Januar. Ja. Und jetzt ist die Frage, kann Ägypten Rafah aufmachen, dann könnten die 2 Millionen Menschen in Gaza könnten nach Ägypten gehen. Und dann sagt Al-Sisi, das ist der Präsident in Ägypten, nein, haltet Rafah zu. Warum sagt er das? Weil er sagt, wenn die 2 Millionen in Ägypten sind, nimmt Israel die nie mehr zurück. Okay? Das ist sein Argument. Dann sagt Israel, gut, dann geht mal in den Süden. Also von der Fläche her hat Israel gesagt, die Palästinenser sollen in den Süden und man fängt von Norden an eigentlich zu bombardieren. Das heißt, man erhöht eigentlich den Druck auf Rafah, auf den Grenzposten. Das ist jetzt, während wir hier sitzen, die Situation. Darüber hinaus gibt es einen zweiten Ausgang aus dem Freiluftgefängnis, das ist Kerem Shalom, das geht nach Israel, der ist geschlossen und Eretz im Norden ist auch geschlossen. Jetzt mal überlegen, du wirst irgendwo geboren, wo du nicht raus kannst, Digga. Wo quasi wie ein Gefängnis, wie ein Knast, das ist so unmenschlich, das ist so wild, Digga. Das ist so krass, dass wir das als Menschheit zugelassen haben, so lange, weißt du? Zugeguckt haben einfach und das darauf nicht aufmerksam gemacht. Und wenn du darauf aufmerksam gemacht hast, dann warst du ein Antisemit. Vorm 7. Oktober. Weißt du, was ich meine? Das ist so krass, Digga. Ich habe auch mich schon dafür stark gemacht und habe darüber geredet und gepostet und gemacht und getan vor dem 7. Oktober. Also, aber die meisten Leute haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt und die meisten hat es nicht interessiert und vor allem nicht die Politiker und die mächtigen Länder so haben sich dafür null eingesetzt, weißt du? Null. Das ist so unmenschlich, weißt du? Und da unmenschliche Sachen passieren jeden Tag überall auf der Erde. Kein interessiert, was in Afrika für unmenschliche Sachen passieren. Es wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Passiert in der Ukraine irgendwas Unmenschliches, Digga, da wird es direkt werden, machen sich alle stark, Digga. Direkt wird es groß gemacht in den Medien bei uns, etc. pp. So. Aber dass in Afrika jeden Tag Kinder sterben, weil die nichts zu essen haben, weil die teilweise ausgebeutet wurden von Westen, vom Westen, das Land so, das interessiert keinen, weißt du, das juckt niemanden. Das ist schon wild. Und das ist ein absolutes Drama, weil was jetzt passiert, ist natürlich jeder Tag, der verstreicht, bilden sich die BRICS und die NATO-Blöcke noch mehr. Ja. Das Berliner Brandenburger Tor hatte zuerst die Ukraine-Flagge und jetzt ist die israelische Flagge da. Ja, das heißt, die Leute werden wieder in die Polarität getrieben.
eigentlich muss man da einfach wach werden und merken, was passiert eigentlich. Nächste Folie bitte. Also am 7. Oktober, das ist jetzt einfach... Wenn ich den schon sehe, ja. Geschichtsbücher wurde Israel durch die Hamas angegriffen. Darauf gibt es Haftbefehl jetzt, ne, gegen den? Erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den Kriegszustand und befahl die Bombardierung des Gazastreifens. Ich weiß, dass Sie das wissen, aber das ist just for the record. Okay? Weil der Krieg dauert schon seit 1948, ist ein Krieg, der schon 75 Jahre dauert. Und es ist ein sehr, sehr, sehr komplizierter Konflikt. Wenn ich einen empfehlen darf, ist es Michael Lüders. Ich weiß nicht, kennen Sie Michael Lüders? Darf ich ein Handzeichen, wer Michael Lüders kennt? Okay, Michael Lüders kenne ich nicht, noch nie gehört. Ja. Und auch von den Publikationen würde ich Nachdenkseiten empfehlen. Schreiben sehr interessant. Es gibt natürlich auch andere, Apolut und Weltwochen. Es gibt noch viele, ich will jetzt niemanden nicht erwähnen, aber einfach eine andere Perspektive auf den Konflikt zu bekommen. Nächste Folie bitte. Und hier, das möchte ich eben auch zeigen, das ist in den USA, sind sehr viele Jüdinnen und Juden hingestanden und schreiben, not in my name, not in our name, Safe, das ist auch in New York extrem viel gewesen. Now, ceasefire now. My grief is not your weapon. Das ist ein guter Satz. My grief is not your weapon. Das heißt, mein Schmerz ist nicht deine Waffe. Und das ist tatsächlich um das, was es im Moment geht. Es werden die Gefühle der Menschen werden manipuliert und dann genutzt von einer kleinen Gruppe, um wieder in die Gewalt zu steuern. Das ist ein uralter Trick. Also bei Pearl Harbor war es ganz sicher so. Also Roosevelt hatte das Problem, dass viele US-Amerikaner nicht in den Krieg wollten. Er wollte Krieg führen, dann nach Anschlag auf Pearl Harbor haben sich sehr, sehr viele junge Männer freiwillig für den Krieg gemeldet. Ja. Das heißt, über die emotionale Basis kann man eigentlich die Menschen in den Krieg führen. Und Brutkastenlüge. Das ist für die Friedensbewegung ganz wichtig, die emotionale Basis zu beobachten. Okay? Weil dort läuft das Spiel. Und das ist dann das Thema Achtsamkeit. Nächste Folie bitte. Hier noch die Karte, wie das aussieht. Man sieht natürlich, das Westjordanland und der Gazastreifen sind nicht verbunden. Darum ist Palästina kein funktionierender Staat. Es ist natürlich eine Idee und man hat einen Teilungsplan gemacht und die Zwei-Staaten-Lösung, und Sie kennen das, aber es ist krass. Im Moment kein funktionierender Staat. Aber rundherum sind sehr, sehr viele muslimische Länder und Sie können sicher sein, dass die Darstellung des Konfliktes auf Al Jazeera völlig anders ist als auf ARD. Ja. Überleg mal. Das ist so, ja. Und darum ist es sehr wichtig zu erkennen, es ist perspektivisches Sehen. Und dann fragen viele Leute, das sah früher aber auch mal anders aus, die Karte, ne? Aber ich will jetzt endlich wissen, welche Seite hat Recht. Wo muss ich mich positionieren? Immer, sage ich immer, einatmen, ausatmen, nicht in die Polarität, für den Frieden. Einfach für den Frieden, weil die Spaltung geht super, super schnell, ja, super schnell. 1947 sah der ganze Laden so aus. Dann so, dann so, dann so. Moment, jetzt muss ich nochmal zurück. So, oh, okay. Eine kleine Achtsamkeitsübung. Also, Brasilien gehört ja zu den BRICS-Staaten. Und jetzt hat am 18. Oktober hat Brasilien im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution eingelegt und hat eine humanitäre Pause gefordert, also ein Waffenstillstand. Das ist im Moment die Diskussion. Ich unterstütze das natürlich, das wäre richtig, es braucht Gespräche, weil man kann nicht die Hamas ausradieren. Das geht, rein militärisch geht das nicht. Der Hanfbruder wieder sagt, ach, wenn dir jemand einen Koffer mit 10K dahin legt, dann redest du auch so, wie die wollen. Bruder, wir können meine Eier krauen für 10K. Denkst du, das ist mir nicht schon passiert? Was sind 10K? Bruder,
Denkst du nicht, ich weiß ganz genau, was ich tun und machen muss, damit ich einen Arsch voll Geld verdiene, Digga? Denkst du nicht, ich könnte hier gerade Casino spielen auf Twitch? Oder auf einer anderen, auf Kick oder so? Casino-Livestreaming machen und mir einen Arsch voll Geld verdienen, Digga? Es gibt tatsächlich Menschen, mein Jutster, die für, wo die Überzeugung und der Glaube an was Gutes und an Gott über Geld steht. Ich weiß, das kann man sich in der heutigen Welt nicht mehr richtig vorstellen, weil die meisten Menschen haben halt in der heutigen Welt einen Preis, den du denen bezahlst und dann würden die ihren Arsch verkaufen. Die würden sich sogar was wortwörtlich in den Arsch einführen lassen für ein bisschen Kohle. Ich gehöre halt nicht dazu. Ich bin sogar einer, der bereit ist für seine Überzeugungen und für das, was er für richtig hält. Ich bin bereit dafür zu sterben und das jede Sekunde, jeden Tag. Mein ganzes Leben bis zum Ende. So. Das glaubst du nicht, ne? Aber ist so. Und davon gibt's noch ein paar Menschen auf dieser Erde, weißt du? Und ich will dieses Mindset auf jeden Fall auch mitgeben und den Leuten sagen, habt keinen Preis. Du nimmst kein Geld der Welt mit ins Grab. Nichts. Nicht einen Cent nimmst du mit ins Grab, Bro. Nothing. Deswegen sei dir bewusst, dass es Dinge gibt, die über Geld stehen. Hamas ist natürlich eine Kampftruppe, aber sie ist auch eine politische Partei und darüber hinaus ist sie eine Idee. Ja? Und eine Idee kann man nicht töten. Es geht nicht. Man kann alle 2 Millionen Menschen im Gazastreifen töten und der Frieden wird nicht kommen. Ja? Also das heißt, Israel steht hier selber vor einer Aufgabe, wo ich mir sage... Ich glaube, Israel will den ganzen Gazastreifen platt machen. Die wollen alle Menschen da ausrotten, damit denen das ganze Land gehört. Das ist das Ziel, meiner Meinung nach, wenn ich da so hingucke. Das haben die sich überlegt. Ja? Das ist super, super gefährlich, weil das ist so explosiv mit anderen Staaten vernetzt. Und darum ist der Vorschlag von Brasilien cool, richtig. Ja? Der kommt von den BRICS-Staaten und die sagen, wir wollen einen Waffenstillstand. Das würde bedeuten, die Israelis dürfen Gaza nicht weiter bombardieren, dürfen auch nicht mit Panzer reinfahren, was sie jetzt hin wieder tun. Die Panzer fahren rein und sofort wieder raus. Die Hamas, die haben keine Panzer, die haben keine Luftwaffe, die haben keine Schiffe, die haben nur Raketen. Die sind also rein militärisch absolut unterlegen. Aber diese Resolution wurde gestoppt im Sicherheitsrat mit einem Veto der USA. Das heißt, die Resolution kam nicht durch. Und was wir jetzt beobachten, ist natürlich, die NATO stellt sich hinter Israel, die USA stellt sich hinter Israel, Baerbock stellt sich hinter Israel, Scholz stellt sich hinter Israel. Es ist genau das, was schon war mit der Ukraine, mit Zelensky. Es ist genau das Gleiche. Man stellt sich hinter den von den USA als richtig gesehenen Partner. Und das Krasse dabei ist ja, Deutschland wird mehr oder weniger von den USA gelenkt und gesteuert und die USA werden zu großen Teilen auch von Israel gelenkt und gesteuert. Wissen viele nicht, aber ist so. Das ist nur meine persönliche Meinung, Verschwörungstheorie, Schwurbelei, wisst ihr Bescheid. Ja, das ist aber so, wenn du da mal richtig reinschaust, so, ne, wer große Teile auch in den USA in der Hand hat, so, da wirst du erstaunt sein. Jetzt gibt es aber einen eklatanten Widerspruch. Bei der Ukraine kann man ja sagen, Zelensky... Was mir halt wichtig zu sagen ist, dass Israel nicht gleich Juden sind, für mich persönlich. Diese israelischen Nationalisten bezeichnen sich als Zionisten, Digga, weißt du, das ist eine Splittergruppe, Bro. Das sind wenige. Die meisten Juden leben gar nicht in Israel. Deswegen... Israel zu kritisieren und die Zionisten zu kritisieren, hat nichts mit Antisemitismus oder Judenkritik oder so zu tun. Weißt du, wie ich meine? Das will ich hier ganz eindeutig und ganz klar machen, Digga. Für mich hat das nichts miteinander zu tun. Nichts. Verteidigt den Bereich, der von Russland besetzt wurde. Okay? Also die Deutschen oder auch die USA sagen, das geht ja nicht, hier ist besetztes Land. Man muss doch den verteidigen, der sozusagen... das besetzte Land wieder frei bekommen will. Ja, das war die Rhetorik in den letzten 2 Jahren. Bei Israel ist gerade das Umgekehrte, weil Israel ist der Besetzer. Okay? Israel ist der Besetzer vom Westjordanland und vom Gazastreifen. Also ist jetzt die USA und auch Deutschland sind in dieser logischen, komplizierten Situation. Ja, für die Besetzung oder für den Besetzer. Ja? Ich weiß nicht, ob sich das Baerbock schon überlegt hat, aber das ist tatsächlich ein Widerspruch. Es ist ein Widerspruch,
der diskutiert wird. Und die BRICS-Staaten weisen auf diesen Widerspruch hin. Und nächste Folie. Auf CNN hat jetzt ein Palästinenser gesagt, warum unterstützen die Vereinigten Staaten die Ukraine im Kampf gegen die Besatzung, während sie im Nahen Osten den Besatzer unterstützen? Ja. Why? Und das ist natürlich eine Frage, die jetzt global zirkuliert und die eigentlich diesen Widerspruch aufzeigt, in extrem, ja, sich die NATO verfangen hat. Und dass die NATO jetzt tut, ist in der Kommunikation einfach zu sagen, dass diese Fragen sind nicht relevant. Wir wissen schon, Zelensky ist gut und Benjamin Netanyahu ist gut, egal was die machen. Okay. Und da ist wirklich die Friedensbewegung natürlich gefordert und ihr werdet das vielleicht manchmal merken, dass es einem so hin und her zieht. Dann denkt man, na, die haben recht oder nein, aber die haben recht. Und es ist energetisch tatsächlich nicht ganz einfach, der Zustand. Und darum wiederhole ich es nochmal. Bewusst so gemacht. Ihr müsst euch nicht für eine nationale Gruppe entscheiden, sondern ihr könnt einfach sagen, ich bin für den Mensch, für den Frieden, alle gehören zur Menschheitsfamilie. So. Das ist eine analytische Ebene, die höher als der Nationalismus ist. Ja? Die ist analytisch eine Stufe höher, aber absolut valabel. Absolut valabel. Also nicht so, ja, das ist aber eine komische analytische Ebene. Nein, nein, das ist eine gute analytische Ebene. Ist einfach, einige verstehen sie noch nicht, aber sie können sie trotzdem, ja. Wichtig, Digga, wichtig. Bester Mann, der Ganze. Weil Sie werden sehen, sehr viel vom Diskurs läuft jetzt auf der Ebene von nationalen Identitäten. Und das sind sehr starke Identitäten. Ja? Die meisten, von welchem Land kommst du? Ja, ja, ich komme aus diesem Land. Und du? Ja, ich komme aus diesem Land. Zeig dein Pass. Ja. Und Facts. Real talk, bro. Auch bei der Weltmeisterschaft, beim Fußball, ist es so, sogar notwendig, dass man ein bisschen in den Nationalismus reingeht, weil sonst macht es keinen Spaß. Also es braucht schon so ein bisschen Gefühl, dass wenn jetzt alle die gleichen Trikots haben und die gleiche Hymne singen, und also dann geht es ja nicht. Aber das ist Fußball. Sag ich, für den Sport können wir uns den Spaß Nationalismus erlauben, aber sonst im Krieg eigentlich nicht mehr. Und Achtung, die zweite große Ebene, wo sehr starke Identitätsstrukturen vorliegen, ist die Ebene Religion. Und die ist nicht weniger dynamisch als die Ebene Nationalität. Und die trifft jetzt aufeinander. Ja, wir haben etwa 2,4 Milliarden Christen und jetzt etwa 1,6 Milliarden Muslime und etwa 16 Millionen Juden. Und die Hälfte davon lebt in Israel, die andere Hälfte lebt in den USA. Das heißt, die Juden sind eine kleine Minderheit in den Religionsgruppen. Und jetzt knallen die... Die eigentlich alle zusammenhalten müssen, wenn die wirklich spirituell wären, meiner Meinung nach. ...aufeinander. Wenn man auf der Ebene der Religion identifiziert ist, ja, dann ist man der Meinung, ah, meine Religion hat sowieso recht, was machen wir gerade? Ja, wir machen dies, wir machen das. Gut, ich... Aber die meisten Menschen checken halt nicht, was da, also wenn du in jede Religion, soweit ich weiß, da reinguckst, so, dann sind die nicht darauf ausgelegt, dass wir gegeneinander kämpfen. So. Ist einfach nicht so. Das sind Menschen, die das daraus machen, weißt du? Es geht eigentlich darum, eine Verbindung mit dir selbst und mit Gott aufzubauen und ein guter Mensch zu sein. Und wenn du das bist, dann hast du keinen Platz mehr für Hass oder für negative Energy anderen Menschen gegenüber, so. In jeder Religion wird dir gesagt, du urteilst sowieso nicht. Du bist hier nicht der Richter. Du entscheidest nicht, wer gut oder böse ist. Das übernimmt Gott. Das hat nichts mit dir zu tun. Das ist nicht dein Recht sogar. Dafür, ja. Das ist die blinde Identifikation mit einer identitären Gruppe. Und das sollte man auch nicht tun. Und da ist eben der Begriff Menschheitsfamilie ideal. Man ist oberhalb der religiösen Identifikation. Egal, ob man Jude, Muslim oder Atheist oder was auch immer ist, man kann sagen, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Die nächste Folie bitte. Das ist ja tatsächlich noch schriftlich, was ich schon gesagt habe. Keine Spaltung nach Nation, Religion oder Hautfarbe oder Einkommen oder Bildungsstatus. Ja, einige haben das Gefühl, weil sie Abitur haben, ja, haben sie hier den besseren Durchblick. Aber eigentlich... Das hat man bei Corona gut gesehen, dass das einfach nicht stimmt. Gerade die gebildeten Leute mit Status, die auch mehr zu verlieren hatten, in Anführungszeichen, waren schön konform unterwegs und haben alles geglaubt, was die Medien und die Regierung so erzählt hat.
Ja. Da hat das Abitur nichts gebracht, meine Jutzten. Eigentlich ist es oft so, dass diejenigen, die eine sehr hohe Ausbildung haben, ich möchte jetzt natürlich alle mit sehr hoher Ausbildung hier nicht beleidigen, aber tatsächlich passiert nämlich dann eine dramatische Sache. Es gibt eine Identifikation mit den eigenen Gedanken. Okay. Jetzt geht's spirituell. Jetzt wird's spirituell, Digi. Feier ich. Das ist ja wirklich eine dramatische Situation. Und was dann passiert ist, man liest etwas und man denkt, weil ich ja so gut denken kann, ist ja das, was ich gelesen habe, die Wahrheit. Ja. Und das ist trügerisch. Das ist sehr trügerisch. Man merkt vor allem bei hohen Bildungsschichten eine starke Identifikation mit den eigenen Gedanken. Und dann wird nicht die Nation verteidigt, es wird auch nicht die Religion verteidigt, sondern es werden die eigenen Gedanken verteidigt. Aber auch sehr totalitär. Ja. Gut erkannt und ausgedrückt, ne? Finde ich. Und wenn Sie sich jetzt fragen... Hab mich damals auch dreimal impfen lassen, weil ich meine Familie schützen wollte. Mein Beileid, Bro. Oh, hoffentlich passiert mir nicht das, oder? Dann muss ich Ihnen leider sagen, das ist Ihnen sicher auch schon passiert. Aber es gibt eine einfache Hilfe dagegen, die heißt, glaub nicht alles, was du denkst. Okay? Facts. Das ist das Gegengift, ja? Bester Mann. Weil... Während Corona, das ist ja eine dramatische Erfahrung, diese Corona-Zeit, aber da waren wieder die Gedanken, ja, es ging ja nicht um Religion eigentlich. War wie eine Religion, aber... Es ging auch nicht um Nation, ja, und trotzdem gab es eine unglaubliche... Kam aber so rüber, Digi, ne? ...tiefe Spaltung. Und was war denn die Spaltung? Eine Gruppe hat sich mit diesen Gedanken identifiziert, die anderen haben sich mit den anderen Gedanken identifiziert, ja. Und die einen haben halt gesagt, ja, ich habe das auf ARD gesehen, darum muss es die Wahrheit sein. Ja, das ist auch eine gewisse Obrigkeitsgläubigkeit. Die anderen haben gesagt, ich habe Leon Lovelock reingezogen, das muss die Wahrheit sein. Gläubigkeit gegenüber den Medien, ja. Und andere haben gesagt, ja, warum glaubst denn du diese Gedanken? Ja, das hat der Bundeskanzler gesagt. Kann man machen, ja. Kann man schon, aber... Nächste Folie bitte. Und darum möchte ich jetzt die analytische Ebene wechseln. Ich möchte jetzt weg von Ukraine, ich möchte weg von Gaza. Ich habe schon erklärt, wenn wir auf der Ebene der Nationen bleiben, kommen wir aus der Nummer nicht raus. Okay? Wir haben genügend Waffen. Waffen haben wir genügend. Also wir können natürlich alles in die Luft jagen. Das geht. Das ist einfach nicht eine gute Idee. So einfach ausgedrückt, ne? Und darum ist es wichtig, dass wir die Ebene der Nationen verlassen und dass sowohl aus der Gruppe der Palästinenser wie auch aus der Gruppe der Israeli die Friedensbewegung gestärkt wird. Darum finde ich das Lied, das am Anfang eingespielt wurde und das Erich am Schluss mit uns singen will, perfekt. Weil das sind Juden, ich sag mal Araber, aber vor allem Palästinenser, die zusammen singen und sie singen One Day. Ja, eines Tages werden wir uns nicht mehr töten. Wir sind noch nicht an diesem Tag. Wir sind noch nicht an diesem Tag, weil wir sehen ja, was ist die Evidenz? Es wird getötet. Aber wir wissen auch, das ist nicht die beste Ausgabe von uns als menschlichen Wesen. Ja, wir sind sehr kreative Wesen, wir können ganz Verschiedenes. Natürlich, wir können vergewaltigen, foltern, enthaupten, vergasen, das haben wir alles gemacht. Aber wir können auch unterstützen, nähren, helfen, retten, heilen, lieben. Wir können das. Ja, wir können. Wir haben die Fähigkeit dazu, Digga. So, wichtig, dass man das auch mal wieder hört, so, ne? Das finde ich halt so wichtig, dass man sich daran auch erinnert, so. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, sich auch ein bisschen darauf zu konzentrieren, auch. Wenn du dich den ganzen Tag nur auf das Böse der Welt konzentrierst und was alles schief läuft, Digga, dann wirst du selber miserabel und böse. Du kannst dich aber auch darauf konzentrieren, was für gute Menschen es gibt, was für Leute es gibt, die einen guten Vibe verbreiten, die dich glücklich machen. Deine Familie, deine Freunde, keine Ahnung, die Natur, Bruder, Tiere, Bäume. Es gibt so viele positive Sachen, wo man auch mal den Fokus drauflegen kann und dann auch mal das appreciaten kann und sagen kann, geil. Aber wir Menschen tendieren halt dazu, uns an den negativen Dingen leider mehr festzuhalten als an den positiven Dingen. Das merkst du auch, dass wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, früher war das bei mir so, als ich noch viel Kommentare gelesen habe, da kriegst du 100 gute Kommentare, das ist ein negativer Kommentar und dann fuckst du dich darüber ab so. Aber die anderen 100 hast du einfach nur so überflogen quasi, die dir zugesprochen haben, die dir was Gutes gegeben haben, wo man sich eigentlich auch ein bisschen länger drauf konzentrieren könnte und sagen könnte, geil, Digga, I appreciate that, bro. Weißt du?
Ja. Und jetzt möchte ich einen Tipp geben, wie man dann durch diese Zeiten durchkommt. Wenn so viele negative Nachrichten reinkommen, ist die erste Regel, weniger News konsumieren. Ja? Offline. Facts. Das neue Bio. Ja? Weil es sind vor allem die News, die einem in den Nationalismus oder in religiöse Strukturen reinziehen. Und dann ist eben die Bundeswehr in Afghanistan. Okay? Und dann kämpft sie da 20 Jahre lang. Und man fragt sie, was machen wir dort eigentlich? Ah, die Frage darf aber nicht gestellt werden. Und da sage ich wirklich, wenn man genau hinschaut, merkt man, man kann einen massiven Schaden erleiden durch intensiven Fernsehkonsum. Ja? Und ich kenne natürlich Leute, die sagen, ja. Können Sie auch ruhig klatschen, Digga, mal ganz kurz hier. Ich küsse dein Herz. Ich habe dann Leute, die haben mir gesagt, ja, ich habe den Fernseher weggegeben. Dann fühlen sich erleuchtet, aber sind immer vor dem Laptop. Ich meine... Der Schlüssel ist die Natur, Bruder. Das zählt nicht, okay? Das zählt nicht. Sondern was wir sagen müssen, ist kombinierte Bildschirmzeit, Laptop, Smartphone, Fernseher. Kombinierte Bildschirmzeit in Stunden pro Tag, muss jeder selber zusammenrechnen, ist überraschend hoch. Überraschend hoch. Und dann müssen Sie... Reduzieren den Laden. Das, was Sie anschauen, verknüpft sich sofort. Es verknüpft sich, das sind die Regeln der Psychologie. Herr Marz wird das hoffentlich dann vielleicht bestätigen, ich will da nicht vorgreifen, aber Sie können nicht verhindern, dass das in den Kopf geht, wenn Sie es aufs Trommelfell bekommen. Ja. Auch nicht verhindern, dass es in den Kopf geht, wenn Sie es aufs Auge bekommen. Also ich sage jetzt zum Beispiel, denken Sie bitte nicht an eine Banane. Ja, die wenigsten werden an einen Apfel gedacht haben, obwohl ich... Viele Sachen bemerken wir auch gar nicht richtig, Digga, weißt du, wie ich meine? Weil die direkt reingehen ins Unterbewusstsein quasi so. Du checkst es gar nicht richtig und das ist halt die Sache so. Da muss man halt bewusster werden. Viele Sachen gehen direkt ins Unterbewusstsein. Wir sehen und nehmen so viele Sachen auf, die wir nicht bewusst wahrnehmen. Das muss dir klar sein. Gesagt habe nicht, ja. Aber es geht ja sofort, dann geht es aufs, es ist zuerst eine Welle. Die Welle geht aufs Trommelfell. Das Trommelfell übersetzt das in einen Nervenimpuls und dann werden die Synapsen verknüpft. Es ist wirklich, das ist untersucht, ja. Und darum ist es eben entscheidend, was wir anschauen und was wir hören. Ich würde wirklich raten, achten Sie, wem leihen Sie Ihr Ohr? Ja? Wo schauen Sie hin? Und du bist, was du isst, ist geil, aber ich sage immer, du bist, was du konsumierst. Weißt du, auf allen Ebenen. Kriegsbilder würde ich strikt vermeiden. Schauen Sie keine Kriegsbilder an. Kriegsbilder haben nur einen Effekt, dass man erschüttert wird. Ja. Und in der Erschütterung ist man nicht mehr fähig, eine klare Analyse zu machen. Facts. Da gehen Sie lieber in den Wald spazieren. Es ist wirklich heilsamer. Wenn Sie So, Freunde, an der Stelle würde ich sagen, machen wir auch ein kleines Päuschen. Vielleicht gucken wir den Vortrag nächstes Mal noch weiter. Ich bin jetzt hier an der Stelle erstmal durch. Aufmerksamkeitsspanne geht gerade ein bisschen runter. Ich liebe euch. Schreibt mal eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Nehmt euch die Worte zu Herzen. Gerade jetzt zum Schluss. Geht mehr in die Natur. Reduziert eure Bildschirmzeit. Und ja, lasst euch nicht mehr so krass von den Dingen im Außen beeinflussen. Versucht wieder wirklich Kontrolle über euch selbst zu übernehmen. Weißt du? So. Seid nicht mehr so einfach steuerbar und lenkbar und das tut ihr, indem ihr weniger konsumiert, mehr mit euch selbst seid und mit der Natur seid, da wo wir herkommen. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace out. Gang.